Da sind wir wieder zurück bei Mist Survival Staffel 2. Folge 28. Haben wir jetzt grob geraten. Müsste aber, müsste passen. Ich komme gerade frisch aus der Mine. Da unten seht ihr die Windräder der Farm. Hinter dem Berg hier ist die Minenstadt und die Mine. Quasi zwischen unserer Base. Und der Mine mal den Weg reingefahren an der Farm. Ihr seht's, ne? Ich habe noch ein bisschen was dabei. Hat sich auch diesmal ganz gut gelohnt. Jede Menge Salpeter abgegriffen. Also für eine Tour. 24, 32 sind 34. Echten Haufen. Finde ich zumindest. Ich weiß nicht, was ihr da sonst rausknüppelt. Eisen ist auch ziemlich viel bei rumgekommen. Ich wollte einfach nochmal hier hoch ins Gemüse. Nur gucken, dass uns kein Bär erwischt. Ansonsten läuft das alles. Würde nämlich nochmal ganz gerne eigentlich hier oben. Ah, da hinten ist doch schon Mr. Bär. Sollen wir den ausschalten? Kriege ich den mit einem Schuss diesmal? Sag ich mal her. Nein, der ist einfach zu weit weg. Ich weiß nicht, was da noch im Wege ist. Na jetzt. Keine Ahnung. So. Was haben wir denn hier für einen Zeltplatz? Ist das ein Shelter hier, oder? Chilig. Eine Beef Can. Oh. Ja, tatsächlich. Nee, Starting Shelter ist das nicht. Ist nochmal was zu beißen. Ein Kochtopf, den ich leider nicht mitnehmen kann. Das kannst du jetzt auch nicht kleinknüppeln, ne? Habe ich einen Hammer? Ne, den habe ich wohl im Auto gelassen. Den solltest du vielleicht nochmal mitnehmen. Wenn es nicht so lange dauern würde, würde ich sogar noch das Fett aus den Bären mitnehmen wollen, aber da schraube ich ja wieder 5 Stunden dann rum. Spitzhacke zu. Moment mal ablegen, sonst kannst du nicht tauschen hier. Den Schrott. So, Spitzhacke mal gegen Hammer. Spitzhacke brauchst du hier, glaube ich, weniger. Mal gucken, ob ich irgendwas hier von weghämmern kann. Nee, leider nicht. Okay. Im Topf ist auch nichts. Nein! Ich höre einen Bären. Ich höre einen Bären. Hilfe! Kommt der schon wieder her? Wie er ein Hecht über den Topftal gemacht hat, ne? Sehr geil. Und man aber wieder so Hufgetröppel hört. Ist da hier gerade erst ein Bären weggeknallt? Das gibt's ja überhaupt nicht. Habt ihr es auch gehört oder habe ich jetzt Hallo? Ich sehe keinen Bären. Ich sehe wirklich keinen Bären. Außer die Blaubeere. Hallo, Bär. Merkwürdig. Ich hätte schwören können, der ist 2 Meter hinter mir. Wenn überhaupt. Gehen wir mal zu seinem Kumpel. Vielleicht ein bisschen mehr Respekt. Vielleicht auf dem Rückweg. Sehen, ob ich hier überhaupt irgendwo vernünftig hochkommen würde. Oh. Ach, guck mal, kann man hier fahren? Hier wollte ich ursprünglich mal hin. Zu den Häusern hier oben. Aber wie man hier hochfährt, weiß ich immer noch nicht so genau.
einmal um den kompletten Berg rum, wie es scheint. Cool. Die ganze kleine Minenstadt hier überblicken. Das ist ja mal ein geiler Ausblick. Jetzt aber auch keinen Bock, den ganzen Weg jetzt runter zu launchen. Wir schlagen uns mal da zum Haus durch. Da wollten wir eh noch mal looten. Was nicht hier so am Arsch der Welt wäre, würde man sich hier oben auch schön was aufbauen. Die nehme ich mal an. Oh. Ja gut, wenn man mit den Zombie-Nachbarn klarkommt, die anscheinend in dem Haus wohnen. Sehe ich gar nicht mehr. Oh, da sind schon zwei, drei sind da auf jeden Fall mal drin. Ach, Feuerwut. Naja gut. So, da liegt sogar noch eine Axt. Wisst ihr, was ich mal austesten würde gerne? Komme ich da an einen dran? Ja. Wenn mich jetzt nochmal nicht sehen würdest, wäre das ganz geil. Fire Arrow. Nein. Nein! Alter! Wie ist der einfach sinnlos? Anscheinend weggeknallt habe die Teile. Warmer-Kronen. Oh, den habe ich nicht getroffen. So. Der ist auch hinüber. Und du bitte per Headshot. Danke. Also, mit dem Test von den Feuerpfeilen bin ich noch nicht so überzeugt. Natürlich entweder auch ein bisschen scheiße geschossen. Hier noch einen? Ja, ich kann noch mal einen testen. Hier sind sogar noch mehr. Die habe ich doch getroffen, die Dinger. Oder die liegen doch nicht einfach nur so hier rum. Da muss ich doch irgendwas... Ich glaube, die sind einfach kacke. Oh, Boost. Sehr gut. Endlich haben wir einen zweiten Boost gefunden. Du kriegst ja immer zwei beim Alkohol herstellen, daraus kannst du Verband machen, wenn du dann eine einzelne Pulle über hast. Macht mich schon wieder wahnsinnig. Nimmt da nur Lagerplatz weg. Das Schwede. Oh, Loot gibt's aber hier mal ein bisschen. Noch mal eine M4 rum. Also hier oben kann man, glaube ich, auch ganz gut starten. Hast eine Werkbank hier in der Hütte? Gut, muss natürlich mal zusehen, wie du die drei Zombies am Anfang hier wegkriegst, ne? Das ist jetzt nicht ganz ohne. Aber an sich... Kannst du da lassen? Habe ich noch einen Verband. Ist das hier gar nicht so verkehrt? Die M4, eine Werkbank... Gleich eine Axt auf dem Tisch. Entschuldigung. Hier oben sind tatsächlich noch ein paar Lämpchen, aber
Bock habe, die runterzuschleppen. Das weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht sehe ich ja gleich mal einen offensichtlichen... Schon wieder ein Bär. Offensichtlichen Weg hier mit dem Auto rauf. Es tut mir leid, ne, dass hier die ganzen Bären ausrotten muss. Aber die sind ja auch was lästig. Vor allem, wenn ich sie dann immer nicht loote. Und das jetzt hier oben einfach zu lange dauern würde. Stöckchen, wenn sie dir über den Weg laufen, kannst du immer gleich mitnehmen. Pfeile. Da holst du mir ja genug durch. So ein Feuerpfeil gegen den Bären. Sieht bestimmt geil aus, wenn so ein brennender Bär hier lang rauscht. Erstmal mit ein, zwei Pfeilen den Arsch geschossen habe. Hier los. Nicht aufheben. Funkton. Aber was soll das sein? Ja, da. Was liegt denn hier? Ein Blatt. Components. Ansonsten kommst du hier nicht rein ins Hütchen. Gut, gucken wir nochmal da hinten bei dem Haus. Hier ist erstmal noch ein Auto zu looten. Dann guckt er lieber erstmal hier. Haben wir nichts. Schon wieder das Gefühl, dass hier gleich nochmal ein Bär kommt. Totalerweise schon wieder kein Kanister dabei, aber 0,9 Liter kann ich gerade noch so verschmerzen. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier noch einen Bären. Allerdings auch noch ein Haus. Genießen wir erstmal die Aussichtsplattform hier. Das Haus am See. Das Haus mit dem Hühnerstall. Ein paar Autos, die du noch abgreifen kannst. Das große weiße Haus, was wir beim letzten Mal als Base hatten. Ich glaube, ich war letztes Mal hier oben, ne? Auf dem gegenüberliegenden Plateau. Da war ich nämlich auch bei dem Turm da. Hab mich gefragt, wo die Häuser sind. Die sind natürlich hier auf dem Plateau, wo wir jetzt sind. Das ist ja wieder sehr gut. Ah, Lampe. Könnte man sich ja mal merken. Oh, ganz viele Lampen. Also wenn, dann müssen wir Pickup hier hoch. Von der anderen Seite auch nochmal runter gucken. Oh. Straßensperre. Nicht diesig, ist das noch normal? Ja, das Haus mit der Garage, da waren wir drin. Und da Metal Scraps gespawnt. Ist klar, da müssten wir eigentlich noch mal da hinten hoch zu den Häusern. Und da ist tatsächlich noch das Banditenlager, das dritte. Das steht dann, denke ich mal, als nächstes nochmal auf der
auf der Liste. Allerdings müssen wir dann hier auch nochmal den Sniper ausschalten. Der hier wahrscheinlich wieder wohnt. Coole Aussicht von hier oben. Hier kannst du echt mal die ganze Karte so ein bisschen abchecken. Dürfte eigentlich keiner drin wohnen. Das ist ja mehr oder weniger als Base zu nutzen. Oh ja, hier gibt es noch mal ein paar Äxte. Och, mein erster Schlafsack. Du solltest auch, glaube ich, mal langsam einen Schluck trinken. Das wäre jetzt nicht ganz verkehrt. Ist mal eine Blaubeere. Schlückchen Wasser. Eine Frechheit mit den Spinden. Oh, na gut, hier gibt es nicht allzu viel. Ja. Okay, hier kommst du nicht mit dem Auto hoch. Das ist der sehr bescheidene Weg, der unten zum Weißen Haus irgendwie führt. Hm. Tatsächlich nur da hinten über diese lange gewundene Straße, aber ich weiß nicht, wo die anfängt. Das ist nicht witzig. Hier so allein im Wald. 32 Grad. Ziemlich neblig. Ich glaube, ich bleibe hier. Da hinten geht es sogar noch hoch. Oh, was ist hier alles? Zwei Wasserfässer gibt es hier auch noch. Nein, hier gibt es keine Tür. Moment, Sekunde. Ich hoffe, das Haus ist soweit safe, dass ich hier schlafen kann, aber das glaube ich bald nicht. Hier ist so alles offen. Hm. Immer dann, wenn du überhaupt nicht gebrauchen kannst. Das Mist. Gut, ich baue mich immer auf den Holzboden. Auch einen Schlafsack dabei. Scheiße. Die Waffe nicht geladen. Oh, er hat mich nicht. Schwerer verletzt. Kann ich mal bitte. Das war ja ein bisschen unglücklich, würde ich sagen. Dass ich das überlebt habe, ist ja schon fast wieder ein Wunder. Hilfe, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Angst. Der nächste Schlurfi. Hier nicht ganz so wohl. Bist du da schön gemütlich in deinen Schlafsack eingerollt? Und dann kommt der Klappstuhl hier und tritt dir das Fenster ein. Ich werde mal die Machete testen, ob ich die weggeklatscht kriege. Was liegt denn hier? Ich hatte das nur einen Ast, glaube ich. Hallo? Okay, der will schon mal nichts von mir.
Jo. Hoppala. Gegen das Mikro gestoßen. Man kann es auch übertreiben. Ist klar. Hier oben sind wir durch. Ich suche noch mal einen Weg, wie wir mit dem Auto hier hochkommen. Und dann würde ich sagen, spitzenmäßiger Zeitpunkt, mal die Folge zu beenden. Danke mich sehr fürs Zuschauen. Nochmal schön verkackt am Ende. Aber hier, ich denke, hier oben haben wir alles gesehen. Wir sind einmal rund. Und dann, ja. Freue ich mich schon auf die nächste Folge Miss Survival. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.